letztendlich hat sich dann im Gespräch so ein bisschen die Diskussion ergeben. Alex hat ja auch sehr viel Beratungserfahrung damals im E-Tribes, Net Impact und so weiter im Umfeld. Und es stellte sich eigentlich immer die Frage, oder es stellte sich mehrfach die Frage, baust du jetzt eine Software selbst? Ne? Weil wir kamen, dachte eigentlich schon so, um wirklich, das hat sich ja damals schon so ein bisschen angedeutet, dass du eigentlich in der Lage sein musst, wenn du einen Bestand haben willst gegen den Amazon oder jetzt gegen die Spezialplayer wie den Zalando, dann musst du halt eine sehr spezifische, kundenspezifische und branchen- oder vertical-spezifische Experience anbieten. Und um das hinzukriegen, musst du natürlich letztendlich auch die Software-Expertise eigentlich haben und Kompetenz und Personen, um das hinzukriegen für dein spezifisches Vertical. Und letztendlich, wenn man sich das aber angeguckt hat, kam eigentlich bald zum Schluss, das ist unrealistisch. Ne? Also jetzt Zalando oder jetzt, wenn du About You bist und startest und 300 Millionen Budget hast, dann baust du dir das selbst. Ne? Ja. So, aber für die meisten Firmen wird es unrealistisch sein, Software im kompletten Eigenbau zu erstellen. Das heißt, es war eigentlich klar, du brauchst eine Lösung, wo du eben in der Lage bist, hochgradig individuelle Anforderungen irgendwo zu erfüllen, aber trotzdem ein paar Leitplanken hast, um keine Fehler zu machen, was Skalierbarkeit angeht, ne? Sozusagen direkt von Anfang an eine moderne, modulare Software-Architektur dahinter zu haben. Und wir haben eben selbst, muss man eben dazu sagen, sowohl schon zur Rocket-Zeit, also ich war ja länger bei Rocket, 2007 bis 2011 und dann im Prinzip Project A, wir hatten immer unser eigenes E-Commerce-System, was eigentlich genau das können sollte. Und so kamen wir dann eigentlich drauf, weil wir ja immer das Problem haben als Fonds oder als Investor, du investierst in irgendwas und dann werden die aber natürlich müssen ja eigenständig werden, weil wir verdienen nur dann Geld, wenn die Ventures unabhängig werden. Das heißt, wir hatten immer eigentlich eine Lösung, wo wir gesagt haben, wir müssen die Startups, die ja damals sehr stark E-Commerce-lastig waren, 2007, 2008, 2009, Zalando, 2008 und um 24 und so weiter, dass sie irgendwann mal alleine stehen können müssten. Ne? Aber trotzdem wollten wir natürlich die jetzt nicht immer wieder von vorne von alleine losschicken mit dem Eigenbau, sondern und da ist dann im Prinzip die Idee eines Frameworks letztendlich entstanden. Und der Fabian Wesner, der dann auch hier der wesentliche Architekt von Spryker zu Beginn war, kommt genau aus dieser Zeit und hat diesen Ansatz da auch schon entwickelt. Und so kam es zu Spryker und ich glaube sozusagen diese Idee ist aktueller denn je, ne? Sozusagen, dass man individuelle und hat sich durch diese Multiplattform-Entwicklung, die wir sehen, ne, nochmal ein Stück weit verstärkt.